Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. So, wir haben jetzt Haya gemacht. Wir haben uns ein bisschen ausgeruht. Wir sind wieder aufgewärmt. Die Nacht ist vorüber. Wir werden weiter marschieren. Och, und den krieg ich nicht. Naja, muss ja auch nicht sein, ne? So, ich werde jetzt mal der Straße weiter folgen. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage wir jetzt hier schon am Leben sind. Ich glaube, das ist jetzt der 6. Tag. So, da ist die Straße wieder. Ich würde auch gerne wieder zur Straße gehen. Weil eine Straße führt immer irgendwo hin. Ja, kannst dich ja jetzt ein bisschen ausruhen. Mhm. Ist das eine Kirche? Das ist tatsächlich eine Kirche. Hirsch. Ein... Zwei Wölfe. Scheiße. Oh nee, geh weg, geh weg, geh weg. Was will der? Der kommt hier hin. Ich bin tot. Oh mein Gott, hat er mich schon gesehen? Oh je. Oh je, oh je, oh je. In der Hoffnung, dass er mich jetzt nicht mehr sieht. Scheiße, der verfolgt uns. Was will das Vieh? Sag mal, was macht das Vieh denn? Gibt's ja nicht, ey. Oh Gott, der kommt uns tatsächlich näher. Jetzt haut er ab. Boah. Was war denn mit dem los? Okay, klar, wir sind in sein Revier eingedrungen, aber es ist ja kein Grund, gleich so einem so extrem zu verfolgen. Okay, er ist definitiv da runtergegangen. Ich halte es für eine super Idee, wenn wir gleich direkt... Liegt da hinten toter Hirsch? Bitte lass da hinten toten Hirsch legen. So, der eine ist am Fressen. Der macht mir aber da hinten noch so Sorgen. Da hinten liegt tatsächlich ein toter Hirsch. Oh, oh, oh. Aha, 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 aha. Er rennt den Hirsch hinterher. Er rennt dem Hirsch nicht mehr hinterher. Okay, ich hab... Ach. Ich muss schleichen. Ich sehe ihn nicht mehr. Was schlecht sein kann. Was? Halt die Backen. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darauf zu konzentrieren, dass du frierst. Okay, super, super, super.
Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich einbreche. Oh, du bist meine Rettung. Boah, 4 Kilo Fleisch. I'm not sure I can carry much more. Das muss mit. Die Haut kannst du liegen lassen. Die brauche ich jetzt nicht. So, jetzt müssen wir zur Kirche zurück. Ich muss in die Kirche rein. Goddamn freezing. Ja, ich weiß, es ist kalt. Scheiße. Fuck. Ich komme da nicht rein. Ich will ja jetzt auch nicht mit einem Stein angreifen, ne? Vielleicht sollte ich von der anderen Seite gehen. Warum renne ich jetzt nicht? Mein Instinkt sagt mir, renn nicht vor einem Wolf weg. Vielleicht doch ein bisschen rennen. Ich bete. Er ist nah. Er ist ganz links. Er ist ziemlich links. The church looks like it could be a good shelter. Geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, kann ich hier wirklich kein Feuer anmachen? Gibt's doch nicht, ey. This will come in handy. Das Lernen fürs Erste kannst du es verbrennen, wenn dir kalt ist. Okay. Toll. Mitteilung des Priesters. Ein Hinweis für die Mitglieder der Gemeinde St. Christopher. Liebe Gemeindemitglieder, ich muss die schweren Herzens informieren, dass die Erzdiözese beschlossen hat, mich aufgrund mangelnder Aktivität von der Gemeinde St. Christopher zurückzubeordern. Obwohl unsere Gemeinde in den letzten Jahren stark geschrumpft ist, werde ich ihr Engagement für die Kirche und ihre Unterstützung meiner Bemühungen in freundlichen Erinnerungen halten. Ab sofort sind die Gottesdienste nur noch über Skype zugänglich. Auch unsere Lateinlektionen werden fortgesetzt. Ich bitte Sie aufrichtig um Entschuldigung. Möge Gott mit Ihnen sein. Pater Francis McGill. Na komm, steck ein da. Ich steck gerade alles ein. Ich muss mir das abgewöhnen. Wasser. Fackel. Leuchtfackel. Was haben wir denn hier alles noch? Streichholz, Buch, Zeitung. Gesangsbuch. Spalte Latein. Achso, Spalte. Das ist auf Latein geschrieben, glaube ich. Das Irae, dieses Illa, Solvet. Achso, es ist ja in Latein. Ja, die Spalte. Ah, ja. Dies Irae, dies Illa, Solvet, Saeclum, I Favilla, Teste, David, Cum, Sibilla. Quantus tremor est futurus quando judex est venturus cuncta stricte discussurus tuba mirum spagen sonum per sepulcra regionum coget omnes ante tronum mors tubepit et natura cum resucut creatura judicanti responsura. Das war jetzt Latein. Es war kein Latein. Deutsch. Tage der Rache, Tage der Sünden, wird das Weltall sich entzünden. Wie Sibyl und David künden, welch ein Graus wird sein Unzagen. Wenn der Richter kommt mit Fragen, streng zu prüfen, alle klagen. Laut wird die Posaune klingen, durch der Erde Gräber dringen. Alle hin zum Throne zwingen, schaudernd sehen, Tod und Leben, sich die Kreatur erheben, Rechenschaft dem Herrn zu geben. Nett. Lagerfeuer. Oh mein Gott. Das ist Zunder. Die Rohrkolben sind Zunder. Oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Ja, ich kann mit dem Streichholz kann ich ruhig machen. Oh Gott. Ich kann das so irre lang brennen lassen. Und dann kann ich hier sogar ein paar Tage bleiben und ich könnte sogar
die Rehhaut aufhängen und so. Ich könnte jetzt erstmal das ganze Fleisch jetzt erstmal wieder fertig kriegen. Oh, wie geil. Und ich werde... Oh nein! Damn it. Puh. Ja, ja. That didn't work. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Warum funktioniert das die letzten zwei Tage nicht? Hier soll ich ein Feuer anmachen, funktioniert's nicht. Come on. Das gibt's nicht. Work. Oh, bitte. Ich lese auch gerne das Gebet nochmal vor. Ich singe es auch gerne. Oh nee, jetzt muss ich es gleich singen. Oh, Feuer. Ich habe Feuer gemacht. Schmeiß die Bücher da rein. So, Bücher sammeln. Ist das hier eine Decke? Das ist ein Bett? Ist ja geil. Ich habe einen Müsli-Riegel entdeckt. Ein Karton. Erstmal schön auseinandernehmen. Ich dachte gerade, hier wäre einer drin, ey. Du kannst doch nicht schon wieder Hunger haben, ey. Ist ja schlimm. Erstmal hier alles durchgehen. Baumwollmütze. So, Stoff. Erstmal alles nehmen. Und im Rest kann man sich später noch Gedanken machen. I can barely walk with this much gear. Doch, das kannst du jetzt noch tragen. So. All this gear is slowing me down. Wir werfen jetzt die Bücher da rein. So, jetzt ist erstmal hier richtig schön warm. Schön mulmig hier. Ich habe Angst, da wieder rauszugehen. Okay, hier kann ich nicht mit anfangen. Dann machen wir erstmal Essen. Ach. Nee, das glaube ich nicht. Dass sie deswegen so sehr auf uns aufmerksam wurde. So, Schnee schmelzen. Machen wir mal einen Liter, ne? Da muss ich mal halt aufpassen. Ich muss erstmal was trinken. Mal da eine Limo, da eine Limo. Damit sie mal auch weg sind.
Hä? Ich hab doch was gegessen. Gegart. Ah. Schöne Sache. Ein Liter. Und Wasser kochen, auch ein Liter. Und ich habe trotzdem noch zu viel. Gibt's ja nicht. Ich habe aber momentan kein Leiden. Könnte gut sein. Aktionen. So, reparieren. Ich tue den jetzt erstmal reparieren, unseren schönen Pulli. So, ist wieder zu 100%. Den kann ich auch reparieren. Unser Feuer geht aus, unser Feuer geht aus. Nein, 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 nein. Scheiße. Aber ich brauche eh kein Feuer zum... Ich brauche ja eh kein Feuer. Upsala. Reparieren. Wir müssen ja auch ein bisschen Stoff wegkriegen und so. Und ich denke mal, wenn wir die Kleider reparieren, ist das auch nicht gerade schlimm. Ist aber echt kaputt. Das hält uns ja dann auch ein bisschen wärmer, ne? Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Achso, ich kann im Dunkeln nicht reparieren. Okay, dann schlafe ich jetzt mal 10 Stunden. Müsste ja funktionieren. Ist immer noch dunkel. Machen wir nochmal 3 Stunden raus. So. Ich würde aber gerne trotzdem meine Kleidung weiter reparieren. Ja, wie gesagt, es kann nur von Vorteil sein. Ne? Muss ich gleich wohl doch noch mal Feuer anmachen. Und noch mal ein bisschen Schnee schmelzen. Gescheitert. Das geht auch. Oh, wir haben keinen Stoff mehr. Ich bin immer noch zu voll. Gibt's doch nicht. Getrocknetes Leder? Hey, hey. Für Reparatur. Oh. So mit den glänzenden Lackauflinge. Herstellen. Hagebutten können wir auch machen. Ach, warte mal, ich kann doch. Da, was ist denn ablegen?
So, die liegt jetzt da. Ist jetzt 1% getrocknet. Zünden wir mal das Lagerfeuer nochmal an. Vielleicht geht das da ein bisschen schneller. Come on. Jawohl. All right. So. Was, wo war ich jetzt am gucken? Genau. Zunderbündel, so ein paar Stapel Papier. Herstellen. 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 Nochmal herstellen. Boah, wie viel kann ich denn herstellen, ey? Was? Ein Stock brauche ich dafür. Ach, das ist der Zunder, den ich fürs Feuer machen brauche. Und den kann ich wohl aus Papier und Stöcken herstellen. Jetzt verstehe ich das. Ja gut, das müsste ja erstmal... Eine Fackel stelle ich... Ah, da fehlt mir Stoff jetzt. Toll. Hm. Ich bleib jetzt sowieso hier. Ich gehe jetzt wird es nämlich langsam wieder dunkel. Und wenn es dunkel ist, gehe ich nicht raus. Tut mir leid, dass ihr dann von dieser Folge halt nicht so viel gesehen habt. Oh. Astrids Spuren, Folge der Straße, wo führt sie hin? Und hat Astrid vielleicht auch diesen Weg genommen? Karte habe ich nicht. Das Feuer geht noch 8 Minuten. Gibt es länger. 3% getrocknet. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich lasse die auch hier, oder? Ich weiß nicht, was ich damit anfangen kann. Was haben wir denn über Wölfe stehen? Dinge. Optionen, Personen. Okay. Nichts wissen wir darüber. Aha, je. Was ist eigentlich mit unserem... die können wir ablegen. Ich glaube, nee, der kann nicht 2 tragen. Können wir ablegen. Getrocknetes Nähe für Reparatur Dinge. Streichholz, davon haben wir noch genug. Wir haben eine Fackel. Das geht auch noch, das Messerchen. Das haben wir gegart. Unser Nähzeug. Hart, nicht sehr hart, aber ungiftig. Oh, das kann man sogar essen.
Tannenholz, das, das. Ja. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen was, ne? Ich find's gut. Fäustlinge, Rehhaut, so. Ich penne jetzt. Weil, wie ich schon sagte, ich möchte jetzt nicht losgehen, während die ganz, also nicht im Dunkeln losgehen. Das ist schon mal gar nicht, ja. Ich habe da jetzt zwar ein bisschen Zeit verplempert, aber ich muss mich ja auch erstmal in das Bett. Ich muss mich ja auch erstmal in das Ganze irgendwie richtig hinein denken. So, wir haben definitiv Durst. So, getrunken habe ich. Wie sieht es mit Essen aus? Essen tun wir auch was. So. Nehme ich wieder mit. Ansonsten habe ich hier alles. Tue ich jetzt speichern. Und dann geht's los. Wünsch mir Glück, dass die Wölfe nicht mehr da sind. Lauf. Oh Gott. Gott, 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 lauf. Oh. Die sind noch da. Ey, das gibt's ja nicht. Das gibt es nicht, ey. Ja, an das Reh kann ich nicht... Nee, der frisst da noch. Und zu dem anderen möchte ich jetzt nicht wieder zurück. Ich bin den einen Wolf jetzt gerade los. Da renne ich da jetzt nicht wieder hin. Was ich nicht verstehe, ist, warum die ist diese Astrid einfach losgegangen. Sie hätte ja auch erstmal nach uns suchen können, ne? Frauen, ey. Ich kann sowieso nicht mehr tragen. Aber egal. Muss durchgeguckt werden. Wir haben ein Zettelchen gefunden oder irgendwas anderes. Was ist das? Ach so. Das ist so ein Grafikfehler. So, angeblich sind wir jetzt in... Ne, noch nicht. Doch, oder? Sind wir jetzt in Milton? Oje, oje. Wir sind in Milton. Oh Gott sei Dank, Häuser und... Hello? Anyone out there? Wir sind in Milton und guck mal da. Da ist auf jeden Fall Feuer an. This whole area looks like it's been abandoned for a while. Nein, da oben ist einer. Ja, die Leute sind definitiv abgehauen. Smoke from the chimney. Someone's home. Zeitung geht immer. Sonst ist alles zu. Ich gehe noch mal eben da hin. Hier kann man die Tür öffnen. Brief der Bank Milton. September 2012. Sehr geehrte Mitglieder, aufgrund der globalen Wirtschaftslage, die Ihnen allen bekannt ist, müssen wir leider unseren Betrieb einstellen. Alle Bankdienstleistungen werden hiermit bis auf Weiteres eingestellt. Das Management. Upsala. Man kann da reingehen.
unheimlich. Ich komme mir vor wie bei The Walking Dead. Aber schnell alles mitnehmen. Dann das Reh plündern. Und dann zu dem Haus mit dem Schornstein gehen. Stoff ist gut, den brauche ich zum Nähen. Nehme ich schon an wie so eine alte Glucke. Must be the key to the bank manager's house. Okay. Stapel Papier, das ist keine Karte. Gibt viel Zunder. Da ist nichts mehr drin. Das Radio geht wahrscheinlich auch nicht. Nee, da können wir gar nicht. Oh. Ist das unheimlich hier, ey. Nee. Zum Zerlegen. Wieder brauche ich wieder was. Trinkwasserquelle, Wassermengen zum Aufnehmen auswählen. Oh mein Gott, nein, das ist nicht ernst, oder? Das ist nicht wahr. Ich soll Toilettenwasser trinken. Oh Gott. Something's gotta go. Oh, Schmerzmittel. Sehr schön. Ja, ein bisschen geht noch. Noch trage ich nicht allzu viel. I think I can use this. Schön Akten durchsuchen. Dose, Teilbehälter. Wonder if this is any good to eat. Salzkracker, Karton. Und noch ein Karton. Und noch ein Karton. Boah, ich kann mich gleich gar nicht mehr bewegen, ey. Aber noch geht. Ich weiß, man muss simpel denken. Aber erstmal denke ich, ich brauche alles. Und dann kann ich immer noch was ablegen. Oder irgendwas verbrauchen oder so. That'll come handy. 20 kanadische Dollar. Toll. Locked. Can't get in here yet. Okay. Hier kann ich nirgendwo rein und hier stand auch nirgendwo Nummern oder so dran.
Dann hole ich mir jetzt das Reh oder den Hirsch und dann mache ich erstmal einen Cut und dann... Och, mich erschrocken. Was ist denn jetzt los? Wetter ist so komisch, nebelig gerade. Boah, 5 Kilo, die muss ich mitnehmen. Ach so. So, und ich sag jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.